outside the John F. Kennedy Hospital in Monrovia, Liberia. Wie kommt ein Ebola-Bericht wie dieser hier der New York Times zustande, der den Menschen weltweit Angst vor Ebola machen soll? Man nehme einen Hinterhof in Monrovia. Man hänge dort ein Transparent auf und schon hat man den angeblichen Hintereingang des JFK Hospitals, das wegen Ebola überfüllt und geschlossen ist. Die Botschaft: Die Menschen sterben vor den Toren der Krankenhäuser. Dann braucht man noch drei Laiendarsteller aus einem Slum, für die eine Handvoll Dollar eine Menge Geld ist. Einer hat den schmutzigsten Job, er wälzt sich auf dem Boden und stöhnt. Netterweise verkündet er nicht in seiner Muttersprache, sondern in Pidgin-Englisch, dass er des Todes ist, damit es für das amerikanische Zielpublikum auch authentisch wirkt. Er wälzt und quält sich, er ist dem Tode nah. Dabei sieht er weder krank noch unterernährt aus. Rein äußerlich ein kerngesunder Mann ohne die angeblich Ebola-typischen offenen Wunden. Doch laut seinem angeblichen Vater hat er seit Tagen nur Durchfall und Erbrechen. Dumm nur, dass der Todkranke auf einer späteren Stelle des Videos plötzlich von den Sterbenden auferstanden ist. Ein Fall von Spontanheilung oder wartet er nur auf sein Honorar? Währenddessen ist sein Vater bereits mit seinem Geld, es sieht aus wie frisch aus dem Geldautomaten, schon ausgezahlt worden und geht, ohne seinen angeblichen Sohn, in aller Ruhe zufrieden nach Hause. Das ist Ebola. Gekaufte Lügen, die als Umsatzmotor für die bei Ebola geplanten weltweiten genetischen Impfungen dienen sollen.